Mein Name ist Mayassar. Ich bin 49 Jahre alt und Lehrerin von Beruf. Ich bin aus Syrien gekommen, weil mir und meinen Kindern dort große Gefahr drohte. Ich habe 3 Kinder. Der Älteste ist 17 Jahre alt und steht vor dem Abitur. Den Jüngeren habe ich bei seinem Vater in Syrien gelassen. Er ist 16 Jahre alt. Und der Jüngste ist 11 Jahre alt. Ihn habe ich mitgenommen. Ich habe meine Arbeit in Syrien verloren. Wir haben alles aufgegeben. Jetzt hoffe ich für uns auf eine bessere Zukunft. Und ich hoffe sehr, dass mein Mann und mein Sohn aus Syrien nachkommen können. Ich mache mir große Sorgen um die beiden, die in Syrien zurückgeblieben sind.